Wie viel Gehäuse bekommt man eigentlich für knapp unter 22 Euro? Diese Frage stelle ich mir heute und gucke mir im Rahmen dessen das Irokul GT White Edition an. Dieses ist mit aktuell 21,76 € eins der günstigsten Gehäuse, was es aktuell am Markt gibt. Fangen wir wie immer mit der Front an. Diese ist mit einem Mesh-Gitter bedeckt, wo man einen 120 mm Lüfter installieren könnte. Ab Werk enthalten ist hier keiner. Jedoch ist ein Staubfilter bereits vorinstalliert. Power und Reset sind natürlich vorhanden, wie die standardmäßigen Front-Audio-Anschlüsse und zweimal USB 2.0. Außerdem bietet das Gehäuse Platz für zwei 5/4 Zoll Laufwerksschächte, welche sich relativ einfach entfernen lassen, auch wenn man schon ein bisschen dran ruckeln muss. Eine Version mit USB 3.0 gibt es auch, diese ist ein paar Euro teurer. Das kleine Highlight des Gehäuses sind die vier blauen LEDs, welche vorne an den Seiten angebracht sind. Um genau zu sein, sind es eigentlich nicht wirklich blaue LEDs, sondern das blaue Gitter macht sie erst blau. Das finde ich aber relativ akzeptabel und sie sind auch nicht zu hell, als dass es groß stören würde. Und wie ich finde, passen sie zum weißen Gesamtkonzept ganz gut, auch wenn die Optik des Gehäuses an sich natürlich sehr aggressiv und nicht jedermanns Sache ist. In der Seitenwand sind noch Bohrungen für einen 120 oder einen 140 mm Lüfter vorhanden, sodass man hier nochmal für ein bisschen extra Luftstrom sorgen könnte. Zur Seitenwand an sich sei noch gesagt, ich bin von der Qualität bzw. der Stabilität relativ überrascht gewesen. Man hat es gerade bei günstigeren Gehäusen, dass es wabbelt wie sonst was. Das ist hier wirklich nicht der Fall. Absolut massiv, hier bewegt sich gar nichts, was sicher auch am Muster liegt. Aber trotzdem für den niedrigen Preis beeindruckend. Beim Zubehör wird es etwas kurios. Wir haben zweimal den Beutel mit exakt denselben Schrauben. Und man braucht auch wirklich nicht beide Beutel. Einer wäre völlig ausreichend für die Montage, aber man hat zwei. Das gleiche gilt für die Befestigung für die Standoffs. Ich finde super, dass die beiliegen. Gerade bei so einem Ultra-Low-Budget-Case hätte ich das wirklich am wenigsten erwartet. Aber warum zwei beiliegen? Ja, das weiß man auch nicht. Und das Ganze setzt sich in der Anleitung natürlich fort. Wir haben zweimal exakt dieselbe Anleitung. Nein, das sind nicht irgendwie verschiedene Sprachen oder so. Das sind exakt die gleichen Anleitungen zweimal. Jetzt frage ich mich, hat jeder zwei Anleitungen, zweimal Schrauben und zweimal Befestigung? Oder hab ich zwei und irgendein armer Tropf da draußen hat jetzt gar keine? Nun ja, das wird man wohl nie erfahren, aber besser zwei als gar keine. Das Innere des Gehäuses wirkt sehr aufgeräumt und den Begriff leer zu vermeiden. An Features haben wir hier wirklich nicht allzu viel geboten, trotzdem würde ich mal drauf eingehen. Hinten haben wir einen 120 mm Lüfter bereits vorinstalliert, der für die Entlüftung sorgt. Die 5/4 Zoll Laufwerke werden mit Schnellspannern ausgestattet, mit einem süßen kleinen Schraubenschlüssel. Das Ganze hält auch überraschend gut, wie ich finde, also das könnte man schon so lassen. Von der Gegenseite vielleicht nochmal festschrauben. Für 2,5 Zoll Laufwerke oder Festplatten haben wir hier einen kleinen Schacht installiert. 3,5 Zoll Festplatten werden an diese Wand rangeschraubt, aber dazu später mehr. Die LEDs sind stilecht mit Heißkleber an der Front befestigt, sodass man sie wenigstens noch entfernen könnte. Beim Netzteil, was unten installiert wird, ist ein kleiner Staubfilter vorhanden. Dieser lässt sich auch einigermaßen gut rausnehmen und sauber machen. Die Slotblenden sind leider nur zu brechen, aber bei dem Budget ist das einfach etwas, was man erwarten muss und es hätte mich stark gewundert, wenn irgendwas anderes der Fall wäre. Insofern finde ich die Ausstattung bis jetzt für den Preis gar nicht mal so unangebracht. Durchführungen für Kabelmanagement sind vorhanden. Die Ausbeulung in der Seitenwand trägt dazu bei, dass wir etwas mehr Platz haben. Trotzdem ist es wirklich ziemlich knapp. Man muss mit seinen Kabeln schon ganz gut haushalten, um ein einigermaßen anständiges Kabelmanagement hinzukriegen. Die Frontanschlüsse sind komplett in Schwarz gehalten, was mich wirklich gewundert hat. Ich hätte jetzt bunter erwartet, aber es ist nichts, worüber ich mich beschweren möchte. Also super, dass sie in Schwarz sind. Die einzigen bunten Kabel, die vorhanden sind, sind einmal der Molex-Anschluss für die Front-LEDs sowie der bunte Anschluss für den hinten installierten Lüfter. Was Features angeht, läuft das Ganze also etwas auf Sparflamme. Ich würde mal sagen, wir bauen als nächstes meinen Test-PC einmal ein und gucken uns an, wie das Ganze so aussieht. So, an dieser Stelle ist jetzt auch ein PC verbaut. Wie wir sehen, ist das Ganze relativ eng geworden, so viel Platz ist da nicht mehr übrig. Gerade im Bereich der Festplatten ist es doch ziemlich eng geworden und man musste erst das Kabel anschließen, bevor man die Grafikkarte reinbauen konnte, sonst hätte es nicht gepasst. Kabelmanagement ist mit ein bisschen Mühe durchaus möglich und der Platz, der jetzt noch verbleibt für den Luftstrom, ist immerhin ausreichend für einen ausgewachsenen Tapir oder andere Sachen. Das 8-Pole-CPU-Kabel ließ sich leider nicht hinter dem Mainboard verlegen, dafür waren keine Aussparungen vorhanden. Also, wenn mich jetzt jemand fragt, wie viel Gehäuse bekommt man für 22 Euro, wie würde meine Antwort lauten? Nun, um das Ganze etwas differenzierter zu betrachten, würde ich sagen, ausreichend viel, wenn man bereit ist, einige Kompromisse einzugehen.
Wir haben hier natürlich keine super Features, Schnellverschlüsse etc. bei allen Sachen und keine gummierten Enden am Kabelmanagement, keine gummierten Durchführungen, die jetzt super hochwertig wären. Und das Gehäuse ist auch teilweise noch mit ein paar scharfen Kanten ausgestattet. Aber ich muss sagen, wer einfach einen PC möchte, der vielleicht nicht so hässlich aussieht, beziehungsweise nicht ein schlichter grauer Kasten ist, der bekommt hier doch für den Preis ein ganz gutes Feature-Set geboten. Die aggressive Optik richtet sich natürlich vermehrt an jüngere PC-Spieler, die gerade auf der Suche nach einem günstigen Gehäuse sind, wenn sie noch auf ihr Taschengeld angewiesen sind. Insofern denke ich, dass Aerocool hier durchaus einen Markt für das Gehäuse gefunden hat. Insofern würde ich den Aerocool GT White Edition durchaus den Mr. Apfel Preis-Leistungs-Award zusprechen, denn für das, was es kostet, und das ist wirklich nicht viel, bietet es doch eine gelungene Basisausstattung für einen Low-Budget-Gaming-PC. Ich hoffe, damit ist die Frage, wie viel Gehäuse man für knapp unter 22 Euro bekommt, ausreichend geklärt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like oder ein Abo natürlich sehr freuen. Fragen, Kritik und Anmerkungen wie immer gerne in die Kommentare und bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal bei einer weiteren PC-Zusammenstellung, einem Review oder einem Bauprojekt. Bis dahin, tschüss!